Genau. Ich leg mich mit meiner Auflaufform und meiner Lasagne direkt ins Bett. Ich esse ja auch gerne im Bett. Aber ich hock mich doch jetzt nicht mit meinem super heißen, weißt du, 420 Grad Fahrenheit Auflaufform in mein Bett. Hi, hier ist Max und willkommen zurück zu einem Let's Play der nächsten Folge von Fears to Fathom. Ich glaube Folge 4 inzwischen? Oder 5? 4! Ironbark Lookout. Etwa 2 Stunden haben wir damit vor uns, die ganz cool aussehen. Eine Feuerwache, sagt man das? Fire Lookout gibt's bei uns, glaube ich, gar nicht so häufig. Erinnert natürlich an das Spiel Firewatch. Und ich hoffe, dass es ähnlich cool wird, denn Firewatch war ein verdammt gutes Spiel. Los geht's. Fears to Fathom Episode 4. Ironbark Lookout, May 12th. Hey! Ich habe mitbekommen, dass du Geschichten suchst, die ich halt einem YouTuber zugeschaut habe, der Fears to Fathom Carson House gespielt hat. Was ich jetzt erzähle, geschah, als ich etwa 24 Jahre alt war. Es fühlt sich etwas komisch an, das jemandem zu erzählen, weil die Geschichte absurd und eigenartig ist. Aber ich denke, es wird mir helfen, mit den ganzen Erinnerungen besser klarzukommen. Ich weiß, die Geschichte woanders zu teilen wäre eine dumme Idee, weil Leute sagen würden, ich würde lügen. Während ich dies schreibe, war dies die schrecklichste Erfahrung meines Lebens. Fears to Fathom basiert mehr oder weniger auf Reddit-No-Sleep-Geschichten, mehr oder weniger. Also Leute schreiben von realen, schrecklichen Begebenheiten und die Macher von Fears to Fathom setzen die um und versuchen auch den Tonfall der Erzählung der No-Sleep-Geschichten mit diesen Erzählertexten irgendwie aufrechtzuerhalten. Ich bin Jack Nelson. Ich hatte einen Minijob als Parkwächter im State Park. Ich war als Feuerwächter in einem der größten Wälder im pazifischen Nordwesten stationiert. Kilometerlange, dichte Wälder, die von der Forstverwaltung verwaltet werden. Ich hatte eine Bezahlung, mit der ich über die Runden kam. Aber ich konnte mir nie schicke Klamotten, eine leckere Mahlzeit etc. leisten. Meine größte Leistung bis jetzt war ein Wohnmobil, das ich mir mit der finanziellen Hilfe meines Vaters leisten konnte. Das Wohnmobil war das einzige Zuhause, das ich zu der Zeit hatte. Das eine Mal musste ich zu einem anderen Feuerwachturm, wegen offizieller Umstände. Es war nur ein kleineres Problem für mich, weil ich in meinem Wohnmobil gelebt habe und Reisen geliebt habe. Ich verabschiedete mich kurz und machte mich auf den Weg zum neuen Standort. Es war eine circa 2 Stunden lange Fahrt. Sorry, ich habe das jetzt in einen vernünftigeren Satz übersetzt, anders als vorhin. Es war circa eine 2 Stunden Fahrt. Falls ihr es nicht wisst, Fears to Fathom gehört zu der Kategorie an Spielen, die eine Hommage an ältere Spiele sind, aber vermischt mit neuen Themen. Ich kann nicht gleichzeitig lesen und fahren. Okay, ich halte jetzt hier an. Okay. Es ist copyright-freie Musik. Kann ich also laufen lassen. Okay, also Mitch Scott. Schauen wir mal, was wir geschrieben haben. Glückwunsch zur Versetzung. Turm 11 zugeteilt. Match aus Ironbark. Shadow 11. Josh hat mir erzählt, dass dieser Job nichts natürlich ist. Darf ich dich? What? Entdeckung ihrer selbst. Bla 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 bla. Okay. Wer ist Kyla Nelson?
Kann sein, dass hier Teile fehlen oder gehört das zum Authentizitätsgrad? Um ehrlich zu sein, wünschte ich manchmal, dass ich einen Job wie du haben könnte oder so. Ich wünschte, es wäre so einfach, Kay. Apropos Veränderung, Jack Nelson, Ironbark, okay, tralalala, passt schon. Ey, was ist... Aber warte mal, jetzt kann ich hier drin rumlaufen. Okay, cool. Kann ich auch rausgehen? Hier war doch irgendwas. Das hat geleuchtet gerade. Fahren wir weiter. Ich fand Firewatch deswegen so cool, weil es so ein ganz dezentes Mystery-Spiel war. Das hauptsächlich von den Dialogen lebte. Dieser Erkundung. Und ja, wo war ich? Genau. Fears to Fathom basiert eben auf dieser Art von Spielen, die versuchen so eine Retro, sagen wir mal, PlayStation 1 Ästhetik zu fahren. Aber halt nicht so ganz. Das ist hier definitiv nicht PlayStation 1 Ästhetik. Dafür ist alles viel zu... nicht zu hoch auflösend, aber die Texturen sind zu groß. Die Polygonzahl ist zu hoch. Es soll so einen alten VHS-Effekt haben, ja, in dem alles so ein bisschen verwaschen, ausgewaschen ist. Ich glaube, da war ein Diner in der von Roseburg. Beste Burger der Stadt, die musst du testen. Okay, gut. Und Fears to Fathom hat so einen eigentlich ganz coolen Style. Sie haben coole Ideen, die sind nicht ganz so abgefahren wie die Spiele von Chillers Art. Oh, Roseburg, Diner. Der ist der Diner. Ich sah das Restaurant, von dem Kayla mir erzählt hatte. Ah, sorry, ich hänge fest. Warum hänge ich fest? Wo hänge ich fest? Ja, komm, park hier einfach mal auf dem hier. Gib mir erstmal was Leckeres zu essen hier. Schade, dass es diese, ich sag, Ladebildschirme gibt. Das wäre noch authentischer ohne die. Du siehst ein bisschen verloren aus. Müde. Hier gibt's echt guten Kaffee, falls du Lust darauf hast. Fry? $1 für Pommes. Das ist echt krass. Ich hatte schon immer die Angewohnheit, vor dem Essen nochmal zu pinkeln. What the fuck? Hör auf, mir das zu erzählen. Gut, also. Oh, da kommt schon mein Essen. Drinks. Ist echt günstig. Hallo, Barbara. Huge Swig. Ja, erstmal die ganze Cola. Vor allem, das ist eine Cola? Ist das Crystal Coke oder was? Crystal Pepsi. Sorry. Was ist das? Ich esse gerade. Bitte lass mich in Ruhe. Was ist das? Das ist geil. Diese fotografierten Gesichter reißen es echt raus. Oh, oh, Auto. Komm. Hallo. Oh, 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 oh. Ich bin krass drauf, ey. Ich spring einfach drüber über so ein Auto. Oh, wieso ist hier offen? Lass mal checken hier. Stört dich das gar nicht, dass es plötzlich offen war, obwohl wir es vorhin zugemacht haben?
Presidential Cliffhanger awaits Florida Recount. In welchem Jahr sind wir beim Florida Recount? 2016? Oder wurde in Florida immer neu gezählt? Na egal. Let's go. 8 Uhr 2 am Abend. Oh. Yesterday I was fine and I drove through the park. Ich möchte die Lage für diesen Park angeben. Aber ich möchte nicht, dass jemand den blanken Horror in diesem Wald so erlebt, wie ich ihn gesehen habe. I'm standing here. Let's park right at the gate. Oh yeah. Woohoo. Gold Creek Trail, Einbark River Viewpoint. Missing. Brittany Nee Spears, Hugh Jasmine und Senita Williams. Okay. Stay on the trail. Hallo. Ups. Herrgott! Du hast mich erschrocken. Erschrocken? Du hast mich erschreckt. Ich dachte, du wärst einer von denen. Einer von denen? Einer von wem? Möge Gott Gnade haben. Wie auch immer, kann ich bitte deine Erlaubnis sehen? Du bist Billy, richtig? Ich bin der neue transferierte Feueraufpasser. Lass mich für dich das Tor für den Pfad öffnen. Ist auch gar nicht bedenklich. Der hat hier einen eigenen Kühlschrank? Das ist ja geil, ey. Kann ich deinen Posten haben? Da du so spät ankommst, brauchst du vielleicht auch diese Taschenlampe für den langen Weg zu deinem Turm. Danke dir, Billy. Du sei vorsichtig. Nimm das. Wer übersetzt sowas? So. Eins von diesen klassischen Spielen, wo man erst... Ich sehe schon kaum was und ich gucke kurz rüber auf den Bildschirm, den ihr seht. Und ich denke mir, okay, also den Bildschirmtext kann ich lesen. Der Rest ist schwierig. Pass auf, ich mache jetzt das Licht an. Danke fürs Gespräch. Okay, meine Tasche. Die Badezimmertür war komischerweise verklemmt. Aha. Ich lasse doch alles an. Licht an, Radio an. Das ist die richtige Entscheidung. 11.32 Uhr am Abend. Wie lange bin ich da jetzt hingelaufen? Ewig weit, ey. Turm 11, Frequency. 155, 92, 500. Kann ich mir nicht merken, egal. 155, 92, 500. Ich schreibe mir das auf. Einbark Tower. In einem Feuerturm zu leben, ist kein glamouröser Job. Man ist allein hier draußen und das für mehrere Wochen. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich hatte schon immer eine Vorliebe für die Natur. Ich stieg die Stufen zum Turm hinauf. Wenn du einmal oben auf dem Turm bist, ist es dein Job, nach Feuern oder ungewöhnlichen Auffälligkeiten Ausschau zu halten? Die Luft der Kabine duftete nach Holz, gab mir ein beruhigendes Gefühl. Ah, sehr gut.
Cool. Einbark Fire Department. All lookouts must follow these rules while occupying this tower. Lights out after 12 p.m. Supply drops are handed out every Sunday. Absolutely no guests in the lookout. System password is Einbark und in Klammern Tower Number. Refuel the generator routinely, update reporting software, no video games in the system, remember to call your sister station before you sleep. Gut. Osborne Firefinder. Ein riesiger Kompass in der Größe einer Pizza. Gut, das zu wissen. Okay, Starting Rainbow 98. Passwort. Okay, das ist dann Tower. Oh, nochmal. Tower 11 in Klammern. Was? Iron Bark Klammer auf 11 Klammer zu. Iron Bark 11. Was mache ich denn falsch? Hä? Wir sind doch Nummer 11. Ein Bark in Klammern 11. Okay. Okay. Okay, jetzt hat es irgendwie geklappt. Komisch. Ah, hallihallo, ich bin Smiley, Ihr geschätzter virtueller Assistent hier, um Ihnen zu helfen, das Beste aus Ihrem Computer herauszuholen. Chaotisch, static. New guy, I haven't gotten your name yet. What is it again? Wer ist da? Connor, Fire Tower 12. I saw your light turn on. Was hast du gesehen? I've had to cover your area until you arrive. Vor allem, wir haben doch seinen Turm auch gesehen, oder nicht? Anyway, Connor Hawkins. What brings you to this towering paradise of ours? Ich suche nach Abwechslung. Alles klar, okay, gut. Stopp. Wart doch ab, ey! Das Holz zündet den Holz an. Am Eingang. Was piept denn hier so? Du sollst mich ruhig sehen. Wo ist er denn? Irgendwo hier hatte ich ihn. Da hinten. Okay. Geil. Also, wir haben Hackfleisch. Pepperoni. Mozzarella. Brier. Eine Coke. Naja, lässt sich aushalten. Ja. Ja doch. No firewood. Es gibt kein Feuerholz. That's all Marley did. The staffer who was in the lookout before you. She was one gritty woman. Anyways, you better Sie war eine harte Frau. Die Übersetzung ist echt geil, ey. She was one gritty woman. Sie war eine harte Frau. Was? Du solltest ein Feuer machen. Okay, gut.
Benzin habe ich hier. Meine Hände waren voll. Dann leg doch was ab. Kannst du deine Tasche nicht irgendwo ablegen? Hier muss es ja irgendwo Feuerholz geben. Hier ist überall Holz. Komm. Irgendwo ist hier. Habe ich kein Inventar? Das kannst du doch wohl in deine Hosentasche stecken. Ich nehme zwei Hände voll. Das ist so umständlich. Hey, Alter. Ist doch klar, du hast eine linke Hand und du hast eine rechte Hand. Du kannst nicht mehr nehmen als das. Ist doch klar. Warum? Also. Noch mal eine Taschenlampe. Gut. Was ist das hier? Ein Windstärke-Messer. Okay, also wir nehmen das hier. Nee, sorry, ist doch wahrscheinlich völlig wurscht, oder? Okay, ich nehme noch mal Holz mit nach oben. Der Rest bleibt hier einfach liegen. Brauche ich eh nicht. So. Also, wir haben hier noch ein bisschen mehr Holz. Und wir brauchen... hier. Und mal ein bisschen Anzünder. Mhm. Dann habe ich das unten liegen lassen. Ich bin auch gar nicht verantwortlich dafür, dass hier der halbe Wald abfackelt. Okay, komm. Braucht der Benzin? Ich hab doch Benzin! Ja. Ah, so. Ah, I see it. I see the smoke. Hat ja auch gar nicht ewig gedauert. Ich konnte meinen Bericht noch nicht schreiben. Ich habe gerade Feuer gemacht. Ja, ich komme noch dazu. Ja, doch! Also, Reporting Form, Temperature, Wind Speed, Weather Condition. Okay, ich brauche Messgeräte. Also, Windspeed. Temperatur. Grad Fahrenheit. Also, 46, 20 Knoten. Dann Himmel. Leicht bewölkt, würde ich sagen. Nicht völlig, also man kann den Mond so einigermaßen sehen. Leicht bewölkt. Es ist nicht clear, aber auch nicht cloud. Sagen wir, es ist clear. Numbers of hikers assisted, 0. Reported by, wie heiß ich? Jack Nelson. Okay. Jack Nelson. Submit. Chicago,
new guy? I think I'm gonna sign off for the day. Tower 12, signing off. You have a good night, new guy. Don't let the bedbugs bite. Bettläuse? Nee, na, ganz sicher nicht. Ja, ich schlafe nur zusammen mit meinen Geräten. So ist es am angenehmsten. Komm, lass mal was zu essen machen. Hier so ein schönes Steak. Ja, okay. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Es ist weg. Baked Beans. Yeah. Eine Cola machen wir auch warm. Brrr. Das ist geil. I threw it off the tower? Nein. You didn't. Ich kann die Bretter nicht. Die waren doch draußen. Oh no. Ruhe. Moment. Wie schließe ich das? Ah, okay. Jedenfalls, wir hatten Feueralarm. Hat auch alles gut geklappt. Niemand ist verletzt worden. Wunderbar. Und dann stellte sich raus, irgendjemand hat den Feueralarm ausgelöst, indem er sich eine Art Käsetoast hat machen wollen. Und zwar, indem er ein Stück Toast genommen hat. 3.26 Uhr am Morgen. Käse drauf und das dann in einen Toaster. Und das hat so eine starke Rauchentwicklung gegeben, dass dann der Rauchmelder angegangen ist. Wegen dem Käsetoast. Ja, doch. Nervt das. Hallo? Static. Connor? Ich musste pinkeln. Ja, kannst du nicht einfach, Klo haben wir ja nicht. Einfach hier runter. Als ich in der ersten Nacht außerhalb der Hütte war, bekam ich ein seltsames Gefühl. Hier draußen völlig allein zu sein, war ein wenig beunruhigend. Ja, okay. Leertaste, um zurückzukommen. Was zur Hölle, ey. Hier irgendwo ist doch... Wo ist denn der... Der andere Turm? Na, man sieht es nicht so richtig, ne? Ist ja aus. Naja. Console. Help. System Update. Check up the. Okay. Check where. Update. Exit. Einbach Trail Map. Halt's Maul! Wo sind wir denn? Old Radio Tower. Ja, das ist der direkt neben mir. Piegan Pass. Brauche ich vielleicht später. Plague.exe. Oh, hier sind Videogames. Yeah. Wow, zu viele Zombies. Die Mucke ist cool, ey. Take shot.
Von wem ist die Zirkusmusik? Julius Fucic oder irgendwie so. Ich hab sowas von getroffen. Ich hab sowas von getroffen. Ich hab getroffen. Mein Licht ist ausgegangen. Oh oh. Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Okay. Hatten wir nicht schon in Carson-Haus diese ganz schrecklichen Sachen? Ron Ross? Nein, 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 nein. Das werde ich mir nicht reinziehen. Nein, 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 nein. Ihr könnt mich alle mal. In Carson Haus habe ich mir diesen ganzen kranken Scheiß. Oh yeah. Und die Vögel ziehen in den Süden. Zum Aussteigen? Geil, das ist. Meine Hände waren voll. I threw it off the tower. Neuer, hörst du mich? Connor. Ja, er sagt's ja. Ja, doch. Hi, Connor! What? What? Das ist geil. Have you eyes on? Hast du Augen auf? Sehr schön. Okay. Was Northwest? Ja, ich sehe es ja wohl schon. Ja, hier. Der Rauch war weiß, was auf ein Lagerfeuer hindeutete. Ja, okay. Ja, sehe ich. Lass mich doch. Herrgott. Es klingt so seltsam, wenn er läuft. Was halt das Coole an Firewatch war, ich will jetzt dieses Spiel nicht kleinreden. 8.37 Uhr am Abend. Aber ich bin jetzt hier ewig rumgelaufen. Okay. Aber in Firewatch musste man ja wirklich jeden einzelnen Weg gehen. Das war schon irgendwie cool. Und ich bin ja jetzt stundenlang hingelaufen, nur damit die ihr Feuerchen... Ja doch... Okay, Kyla, Jack, geht es dir gut? Tut mir leid, Kay. Tralala. Danke für das Rezept. Ich bin zwar voll im Stress gerade. Mein Bear Spray. Wo ist es? Okay. Gut, ist gelöscht. Und jetzt? Nur 7 am Abend. Okay, halbe Stunde. Als ich in der Dunkelheit zurück zu meinem Turm gewandert bin, ich hatte ein Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich habe nur daran gedacht, was passieren hätte können. Was zur Hölle, ey? Press any key? Was ist der any key? Sorry. Ich musste Connor von dem leerstehenden Campingplatz berichten. Loud and clear, new guy. I was just cooking myself some hot. Well, first, what's your status? Are you kidding me? Son of a bitch. They never learn, do they? I'm sick of these bastards. It's unbelievable. This is the third time this month alone. Das dritte Mal in diesem Monat. Deftig. Anything else you notice in those woods? Sound pretty much like a screaming lady at night. I don't know what you're talking about, new guy, but I heard from the ranger that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. Ja, so kann ich nur mal so nebenher erwähnen, drei Kinder. Personally make sure they never set foot in this forest again.
Gut. Okay, lass uns einen Check machen. Wir brauchen nur Wind. Wind. Kyler, hör auf mich anzuschreiben. Ich bin so neidisch auf diesen Ausblick. By the way, sieh dir an, zu welchem Anblick ich nach Hause. Irgendwas fehlt in der deutschen Übersetzung. Das ist eine Lasagne, nehme ich an. Pizza Pasta. Ja, das ist eine Lasagne. Uncooked Pasta, Marinara Sauce, Pepperoni, Mozzarella Cheese, Diced Tomatoes, bla bla bla. Was? Geiles Rezept. Ja, schmeiß einfach alles in die Kasserolle. Und dann 420 Grad, dass ich das wissen, das 200 Grad Celsius. Einfach rein. Bam. Nom nom. Hehe. Sich dieses Foto anzuschauen, macht mich echt hungrig. If you know what I mean. Weißt du was? Ich werde das Rezept einfach jetzt. Nein, ich will zuerst. Ich weiß zwar immer noch nicht, warum ich die Schaufel platzieren soll. Oder welche Schaufel ich platzieren soll. Oder wohin ich welche Schaufel platzieren soll. Aber na gut, scheiß drauf. Jetzt mal hier ist schön. Ach, geil. Nice. Gut, also ich brauche. Das brauche ich nicht. Hackfleisch für einen Auflauf wäre ganz nice. Baked Beans brauche ich nicht. Noch mehr Baked Beans brauche ich auch nicht. Spock Crispy Potato Pops brauche ich auch nicht. Marinara ist gut. Milk. Nope. Peas. No. Diced Tomatoes. Milk. Nope. Ah, ne, Cola. Nehme ich mir für nachher auf. Pepperoni brauche ich bestimmt. Mozzarella. Sardines. Sliced Ham, irgendwie auch nicht. Und. Ne, ich glaube nicht, okay. Also, hau das mal rein. Ich musste die Liste der Zutaten nochmal durchgehen. Okay, Uncooked Pasta, Marinara, Pepperoni, Mozzarella, Diced Tomatoes. Okay, das brauche ich gar nicht. Okay, dann wieder hier rein. Also, Mozzarella. Uncooked Pasta. Diced Tomatoes. Marinara. Und Pepperoni. Bam, rein mit dir. Ich wusste gar nicht, dass Kochen so einfach ist. Hätte ich das gewusst, Mann. Die Wald Service Agency. Okay, danke schön. Ich hoffe, die können sie finden. Und ihnen ein Stück von ihrem Gedanken geben. Das ist die Arbeit, die ich gewählt habe. Ja. 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 Achso, warte, wir brauchen erst Wind. Also, wir haben 48,7. Und Wind haben wir. ...17 Knoten. Also. Also, 17 Knoten. Und Temperatur, was war es? 48,7 ist arschkalt. Wie sieht's aus mit meinem leckeren Essen, das ich einfach so reingeschmissen habe? Ich erinnere mich nur an den Geruch von frischem, brutzelnden Käse, der einen Rauchalarm ausgeführt, Dings da hat. Ich aß gerne im Bett.
genau. Ich leg mich mit meiner Auflaufform und meiner Lasagne direkt ins Bett. Ich esse ja auch gerne im Bett. Aber ich hock mich doch jetzt nicht mit meiner super heißen, weißt du, 420 Grad Fahrenheit Auflaufform in mein Bett. Und es. :27 Uhr nachts. Ich wurde von einem Gefühl geweckt, was mich die Augen öffnen ließ. Der Horror. Diese Nacht hatte etwas sehr Seltsames an sich. Wo ist mein Bärenköder? Ich hab den Bärenattackenscheiß benutzt. Ich wusste nicht, was ich im Moment damit anfangen würde. Das einzig Logische, an das ich denken konnte, war, Connor zu kontaktieren. Okay, ja, sorry, es tut mir leid. Etwas komisch. Die Übersetzung ist herrlich. Something funny. Something funny. Etwas komisch. Das ist ja in mehrerlei Hinsicht einfach Quatsch. Aber das verstehe ich nicht ganz, weil. Okay, übersetzen ist schwer. Ich weiß nicht, Fears to Fathom. Ich weiß nicht genau, woher die kommen. Aber es ist ja wohl offensichtlich ein Fehler zwischen dem Englischen und dem Deutschen. Something funny, etwas komisch. Kann das nicht jeder beliebige Translator, der nicht Google Translate ist, besser? Kann nicht einfach ChatGPT das besser übersetzen? Als was auch immer sie da gerade gemacht haben. You have any idea what time it is? Du da? You there? Da ist etwas vor meiner Tür. Hier ist irgendwas über diesen Ort unheimlich. Das wird aber schlimmer. Da ist etwas vor meiner Tür. Die Übersetzung ist so schön. Versuche etwas Schlag zu bekommen, Jack. Over und aus. Was Connor sagte, ergab keinen Sinn. Aber es gab sonst nicht viel, was ich im Dunkeln hätte tun können. Oh nein, das ist wieder so ein. So ein Spiel, wo ich nicht ins Mikrofon reden darf! Ich finde es ja witzig, es hat irgendwie was. Es ist auch voll bescheuert. Okay, komm, geh ins Bett. Abschließen müssen wir gar nicht. Dritte Nacht.
Am nächsten Tag wachte ich auf und war mir nicht sicher, ob letzte Nacht real oder nur ein Traum war. Oh doch, ich war mir sehr, sehr sicher. Connor versuchte Gründe zu finden, dass es nur ein harmloser Prank von irgendwelchen Kindern war. It's just a prank, bro. I didn't want to kill you, bro. It was just a prank. Aber da war etwas in der Nacht, das sich dunkler anfühlte. Dort draußen im Wald ist etwas komisch. Das klingt wie eine Netflix-Zusammenfassung. 8.34 Uhr am Abend. Es ist das schmutzigste Fernglas aller Zeiten. Oder ein Scan der Dichte der Bäume um mich herum. Rechte Maus-Button halten zum Benutzten. Meine Paranoia in diesem Wald hat sich letzte Nacht noch verschärft, weil es braucht, besonders wachsam zu sein. Reinigen. Okay, gut, wenigstens haben sie es inhaltlich motiviert. Oh. Das ist auffällig. Connor! Ich fühlte mich nicht wohl, mit dem Rücken zu einer offenen Tür zu stehen. Stopp. Ja, dann lass es doch. Das ist ein Pfad und Bäume, mitten im Wald, im Nationalpark. Ich glaube, der Himmel ist auch da und ein Stein. Ja, du hast vor 5 Sekunden das abgeschossen. Ja, doch. Oh Gott. I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Okay. Thank goodness. I see it. I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Okay, warte. Also, Er kam von Osten Richtung Westen. Hello? Ja? Are you still both of these trails seem pretty... I'm just so anxious about making a mistake and going further away from the road. I'm at a trail intersection now, but... Ja, ich brauch kurz. Trail intersection. Gold Creek, er kam von hier, ist jetzt irgendwie hier. Logan Trail, das ist eine Intersection. Das könnte sein, oder hier, das wäre auch nicht unwahrscheinlich. Tower 11. Links rum. Hello? Ja, okay. Are you both of these? Ja, okay. I'm at a trail intersection. I knew it. I thought I looked familiar. Verhoppen wir es mal. I have trusted myself with this decision. Thanks for helping me through this. Im Dunkeln Entscheidungen zu treffen kann schwierig sein. Ich hoffe, sie erreichen uns sicher den Ausgangspunkt. I'm right here. I hear you. I hear your whistles. Oh oh. What? I see you behind the trees to my right. You're freaking me out. Thank you.
Ach du meine Güte, warum hast du da drin so lange gebraucht? Ich sollte nach dir sehen und klopfe schon seit Stunden. Was hast du gemacht, Kumpel? Ich habe einem verwirrten Wanderer geholfen. Ich mache nur noch den Bericht fertig. Um die Uhrzeit möge Gott barmherzig sein. The home of the brave. Deine Ausrüstung vom Turm. Was hast du gestern Abend dort gemacht? Oben im Norden, warum warst du dort? Was für ein Scheiß, ey. Ja, ja, diese Wälder sind nicht normal. Mhm. Ja, doch. Schädel. Missing localization for line 33 EDFAF2 in string table German Klammer auf DE. Dankeschön. Hast du ein Photon? Ein Photon? Ein Foto? Bevor du ihn gereinigt hast? Ich habe den Schädel nicht gereinigt. Ich habe auch kein Foto gemacht. Ich habe weder noch gemacht. Okay, gut, der ist tot. Keine Ahnung, aber ich glaube, das gehört sowieso so. Oder er kam von hier, oder dann wäre er von Norden gekommen. Ach, egal. Nichts zu machen. Ich hatte zu viel Hunger. Dann mach dir doch irgendwas. Also, bumm. Mhm. Brrr. Ah, da ist noch ein Rest. Stimmt. Das Essen war kalt. Ja, gut. Kalte Lasagne, geht doch. Warum ist es immer so kompliziert? Ich aß gerne im Bett. Okay, lass noch einen Check machen. Okay, 25 Knoten. Und 58,5. 58,8. 58,5 und 25 Knoten. Ich muss den Himmel angucken. Es ist einigermaßen klar. Ich würde sagen, es ist klar. Und ich habe einem geholfen wahrscheinlich. Jack Nelson. Oder? So heiße ich doch. Egal. 25. Bist du Mist? Nein. Wind? Okay. Thank you.
Holzofen anheizen. Okay, gib mir das Spray, das ich bestimmt irgendwann mal noch brauche. Ah, war ja so klar. Es war so klar, aber natürlich hat es funktioniert. Wer bist du? Keine Angst, ich bin ein Arbeiter. Ich habe nur ein bisschen Routinearbeit auf dem Radioturm da hinten gemacht. Was? Ich dachte, ich sag mal hallo. Nenn mich Silas. Ich versuche. Was ist denn mit der getrennten Zusammenschreibung los? Oh Gott. Ich stimme zu. Feuerrisiken sind stark dieser Saison. Und manchmal sind Desaster eine andere Art von Aufräumen. Ein Weg für Land, sich selber zu reinigen. Oh Gott. New guy, you there? Ja, bin ich. What up? Silas! Wer ist dann Silas? Sicher, ne? Wie genau mache ich Fotos? Na, also ich kann hier mein Handy irgendwie aufmachen, aber wie genau mache ich Fotos? Gar nicht, ne? Naja, scheiß drauf. Geh ins Bett. Mein Unbehagen wurde von Tag zu Tag größer. Als ich mich an diesem Abend abmeldete, sagte ich mir, dass es nur wegen der neuen Umgebung sei, an die ich mich gewöhnen musste. Die Seltsamkeiten, die ich bisher in diesen Wäldern gesehen habe, waren noch nicht genug, um einen Alarm auszulösen. Wie auch immer, das sollte sich bald ändern. Two nights later. Jetzt auf einmal auf Englisch. Na gut, scheiß drauf. 9.18 Uhr am Abend. You guy, you got a minute? Well, good news. Just heard from the HQ. They say we've got a new system update on the computer. They wanted me to let you know. No more snoopers, I guess. Also, machen wir Check-Update. Update. Update Package Code 43460. Was ist das für ein Linux-Horror hier? Please enter an active line. 1045. Okay, 5987. 5987. 5487. Ah!
Strom ist weg, weißt? Das Generator kaputt. Mach's an, ist besser für dich. Generator hatte kein Benzin mehr. Es wurde kalt und ich musste pinkeln. Dann geht er hoch und pinkelt runter, wie sonst auch. Dann geh doch da rein jetzt. Das ist doch ein extra ein Dixie-Klo für dich. Wir dürfen nicht zu laut beim Pinkeln sein, weil sonst vielleicht ein Monster kommt und uns abschlachtet. Die Tür ist durchsichtig. Okay. Gut. Dann ist das wohl so. Das ist eine Vorbereitung auf... One week later. Es ist sehr verwirrend. Die Zeit verging wie im Flug. Connors Generator musste repariert werden, also musste ich auch seinen Teil beaufsichtigen. Wenn es nicht brannte, habe ich nur zweimal am Tag nach Connor gesehen. Das war wahrscheinlich der einzige Zeitpunkt für ein Gespräch, außer wenn ich selbst Gespräche führte. 2.34 Uhr nachts. We got another one. I know it's late, but you're gonna want... Jack? Jack? Ja. You copy? Nervt das. Jack, you copy? Okay, tell you what. I don't have the energy to do this right now. I've been here busting my ass. Working on that old piece of garbage generator. And now I'm seeing this. I'm seeing more smoke to my west. Looks like we got another camper. It appears to be in your sector. You see the campsite from your end? Okay, let's... You know what? I don't have it in me to deal with this crap tonight. I'm gonna let you deal with this one. Yeah. Ist ja völlig durch, ey. Also, wo? Okay, das ist tatsächlich in der Nähe. Hier am Ufer. Okay, Fernglas. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Das die einzige, was in diesem Moment Sinn machte, war Beweise zu sammeln. Ich mache jetzt ein Foto. ISO 100 bei Nacht. Mit einer Blende von 5,5. Und einer Belichtungszeit von 152. Oh, der Blitz, ey. Ja, komm. Oh, sie sind weg. Oh, no. Sie sind schon da.
Never gonna give you up! Never gonna let you down! Sorry, ich muss es machen. Sprinte! Ich weiß zwar nicht wohin. Aufs Klo! Aufs Klo! Aufs Klo! Ich bin super schnell hier hingelaufen. Es war verschlossen. Oh no! Wo ist mein Wagen? Der immer noch offen war. Als das Adrenalin in mir einsetzte, ich drückte aufs Gas und fuhr zur Park Ranger Hütte. Außer Atem funkte ich einen Alarm ins HQ. Hör zu, Jack. Wir sind alle ein bisschen verrückt hier draußen, antwortete Mitch. Am nächsten Morgen haben die Behörden angeblich eine kleine Untersuchung in dem Gebiet durchgeführt. Aber natürlich gab es keine Anzeichen für ein Fehlverhalten. Niemand glaubte mir je meine Geschichte. Bleiben Sie einfach dabei, nach Bränden Ausschau zu halten, sagte Mitch. Wie auch immer. Das war das letzte Mal, dass ich in den Wald gegangen bin. Ich habe bis heute noch ein komisches Gefühl im Bauch. Auch wenn viele Jahre vergangen sind, habe ich das Erlebnis noch in lebhafter Erinnerung. Meine Familie denkt, ich habe das alles nur erfunden, dass mir aber nicht ähnlich ist, so etwas zu erfinden. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Ob echt oder nicht, nach Einbruch der Dunkelheit können diese Wälder zu einem Ort für illegale Aktivitäten werden. Also, wenn irgendwer von euch bald campen will, bitte bleibt vorsichtig! Oh Gott! Employee Jack Septic Eye? War Employee Training? Okay, gut. Hätte ich nicht erkannt, aber gut, ich erkenne sowieso nichts.
Es hatte durchaus Atmosphäre, aber die Story war voll Banane, ey. Was zur Hölle ist da passiert? Weil, also da hätte man mehr draus machen können. Das Setting ist ja ganz cool, das haben wir ja schon bei Firewatch gesehen, dass das Setting ziemlich cool ist. Aber sie haben nicht so wahnsinnig viel damit gemacht. Fears to Fathom basierte schon immer darauf, dass ganz viel davon im Prinzip eine falsche Fährte ist. Ja, dass man Sachen sich überlegt und dann feststellt, ach nein, das so relevant ist das irgendwie gar nicht. Aber es hatte am Ende immer noch so einen irgendwas Klares darin. Das war jetzt halt einfach nur so, okay, das sind diese Leute auf Firewatch und manche von denen sind... Und wir haben halt diesen einen Turm, der irgendwie immer... das Opfer von Überfällen. Es gibt, ich weiß nicht. Es hatte was im gewissen Sinne, aber was sollte auch das mit diesem komischen Silas? War das quasi eine Art Scout von denen? Kann sein, vielleicht. Hier ist mir ein bisschen arg offen geblieben, was das eigentlich sollte. Also, keine Ahnung. Es war ganz nett. Aber mehr auch nicht. Immerhin konnten wir eine Lasagne im Bett essen. Das ist doch schon mal was. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen netten Kommentar freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Rest Oktober, schönes Halloween und einen schönen Beginn